Kampfinitiative wird aufgelöst. Ihr dürft gerne spielen. Okay. Ragnar würde sofort zu Jarlan laufen. Ich weiß nicht, der hatte die Tränke eingesteckt, oder? Die Tränke habe ich. Achso, na dann. Deswegen, also wenn ich das sehen würde, loslaufen. Würde ich... Ja, und Prinzipscheren suchen oder... Wahrscheinlich erstmal uns auf halbem Weg. Und... Genau. Komm schnell, wir brauchen unbedingt den Heiltrank. Jarlan, ja, ich hab schon. Ich jongliere so die Tränke in meiner Hand, während ich die im Laufen aus der Tasche hole. Und laufe dann neben dem Ragnar zu Jarlan. Fingerfertigkeitsprobe. Alle gehen kaputt. Nichts leichter als das. Da fällt dir keiner hin. Ja, gut. Du kannst sehen, Jarlan atmet nicht. Er ist, wie gesagt, mit dem Kopf gegen den steinernen Altar geschlagen. Er hat mehrere Wunden in seinem Hals und da ist wohl allerletzte Hoffnung zu spät. Also du bist ja nicht ganz sicher, ob ein Heiltrank jetzt noch wirkt. Kannst noch sehen, wie seine Hände leicht zucken. Die letzten Pulse, die da wohl aus seinem Körper kommen. Mit Magie oder mit einem Heiltrank könnte man da was tun, aber mit generischem Hals verbinden wirst du ihn auf keinen Fall mehr retten können. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt überhaupt noch machen kann. Also magisch bin ich völlig erschöpft, deswegen ja, entkorke ich den ersten Heiltrank und versuche ihn das irgendwie einzuflößen, dass es irgendwie in seinen Mund läuft. Und den zweiten so rein aus, ja, da ich nicht weiß, was ich machen soll, schütte ich den dann über die Halswunde drüber in der Hoffnung, dass sich das dann schließt und er nicht irgendwie noch nachträglich an der Blutung stirbt. Ja, du kannst sehen, wie er da mit verkrümmtem Hals an dem Steinertal liegt. Der Heiltrank läuft auch so aus dem offenen Kehlkopf heraus, an der Seite vorbei, vermischt sich so ein bisschen mit dem Blut und färbt die Planken weiter rot. Der Altar selber ist sowieso bluttriefend rot. Während du dann so diesen Heiltrank sehr, sehr ungeschickt darüber schickst, kannst du wohl auch sehen, dass diese Halswunde ja nicht unbedingt zuwächst, aber leicht schorfig wird. Und ja, vielleicht könntest du ihn mit dem dritten Heiltrank, mit dem letzten, wenn die Halswunde jetzt so zugeschorft ist, vielleicht würdest du ihn dann nochmal von der Totenbahre zurückholen. Aber ansonsten, das ist das allerletzte, was dir jetzt noch mit einem Gebet vielleicht helfen könnte, um deinen Kamerad wieder zurückzuholen. Ja, beten glaube ich nicht, dass das hilft, aber der Heiltrank ist tatsächlich deine Wahl, wenn ich sehe, dass er einen Effekt hat. Und der noch nicht zu Bewusstsein gekommen ist, dann korke ich auch den letzten Trank und flöße ihm den ebenfalls ein. Jarlan, du befindest dich gerade ganz weit weg, irgendwo anders. Du siehst, wie Brendigian über dir kniet. Ein Lichtstrahl, die Sonne ist gerade aufgegangen, erfasst deinen Körper. Aber das ist eigentlich egal. Du entfernst dich weiter von Brendigian. Ein wohliges, warmes Gefühl. Und dann kannst du erkennen, du hast es fast geschafft. Du spürst nichts mehr, keine Schmerzen. Wie er dich wieder zurückholt. Wie die Schmerzen wieder zurückkommen. Wie er dich nach unten zieht. Du kannst sehen, wie die Heiltränke in deinen Körper geschüttet werden. Du willst es eigentlich gar nicht. Eigentlich hast du schon damit abgeschlossen. Und du spürst, wie das Licht deinen ganzen Körper einhüllt. Brindigian über dir kauert. Du kleiner, kleiner wirst, immer weiter in deinen Körper zurückgehst. Und die Schmerzen unfassbar grausam werden und dich zurück in die Realität reißen. Oh. Jarlan, wach auf! Brindigian klatscht dir immer so mit der Hand ins Gesicht. Aufwachen, Jarlan! Du bist nicht Golgari. Nein, du Idiot, ich bin Brindigian, jetzt wach auf. Au. Warum liege ich hier? Du hast ein ehrenvolles Duell verloren. Mist. Kannst du laut sagen. Wir dachten, es wäre zu spät für dich. Aber mach dir keine Sorgen, wir haben ihn danach unehrenhaft umgehauen. Lass mich raten, Ragnar. Ja, zusammen mit deiner Knappe. Was? Du, deine Knappen und ich haben ganz gut hier den Admiral kaputt gemacht, den Rodger. Rodgerd. Du kannst sehen, wie der zerstückelte Körper von dem Eichenkapitän vor dir, neben dir liegt. Myria steht daneben, darüber, immer noch das zitternde Päckchen.
mit diesem verschnürten Bündel vor sich in der Hand haltend, blutrot, zittert. Ich habe Yamish Akvam benutzt. Ich bin sehr stolz auf dich, denke ich. Kannst auch sehen, wie bei Myria Blut aus der Nase läuft. Ich mache jetzt kurz die Augen zu. Brindijan, schlag doch das Ding wieder ein. Aber schlaf jetzt nicht zu lange, Janan. Dass du uns hier bloß bei, dass du bloß bei uns hier auf dem Wellen ist, was bleibt. Bis wir wieder an Land sind. Ist noch nicht Zeit für dich, vor Bruder Boran zu treten. Senores, wir können jetzt nicht nach der Suche eines Archenerzes gehen. Wir hätten keine Chance auf Horasee. So leid es mir tut, aber wir müssen eine Pause machen. Wir können jetzt nicht auf die Suche nach diesem Herz gehen, das Schiff zerstören, mit den Beibooten versuchen zu rudern und das Festland zu erreichen. Schaut euch doch um, wo wir sind. Wir sind mitten auf der offenen See. Und da drüben ist der Strudel. Der Strudel, vor dem uns die Admiralität gewarnt hat, Sanin. Brindijan steht erstmal auf von Yalan, wenn er glaubt, dass er über den Berg ist. Geht dann so langsam zu Ukdaif hin. Auf dem Weg dahin nimmt er mal der, ja, wahrscheinlich ein bisschen neben sich stehenden Myria das Schwert aus der Hand und schlägt das wieder in das Wachstuch ein. Und geht dann weiter zu Ukdaif und lass uns erstmal zur Ruhe kommen und nachdenken. Wir sollen jetzt keine spontane Entscheidung treffen. Senores, es ist bitter kalt. Es ist mitten im Winter. Wir befinden uns irgendwo vor der Küste von Rulat. Wir sollten doch den Kapitän etwas nach unten bringen, vielleicht in die Kombüse, nicht wahr? Sicher, wir werden uns jetzt alle irgendwo hinbegeben und uns ausruhen, sofern wir müssen. Das betrifft auch Yalajin. Und wir müssen den Gefallenen suchen. Ah, richtig. Und diese neue, ich habe wieder ihren Namen vergessen, Fiona? Vielleicht haben wir jetzt eine Möglichkeit, sie aus diesem Schiff wieder herauszuholen. Und ja, nicke so auf das eingeschlagene Schwert, was jetzt in meinem Arm liegt quasi. Wir müssen die Arche weiter erforschen, nicht wahr? Ja, das müssen wir auf jeden Fall. In aller Ruhe. Die anderen nach oben holen. Und uns zurechtfinden. Wir müssen auf jeden Fall wissen, worauf wir unterwegs sind. Das Schiff ist nicht mehr am Laufen oder am Fahren. Ich glaube, etwas ist passiert. Nun, wir werden das mal untersuchen. Irgendwie werden wir das Schiff wieder zum Laufen kriegen. Sein Kapitän ist tot. Ich befürchte, es braucht einen neuen. Also gut, besetzen wir die Zellen, die schwarzen Zellen unten im Bauch des Schiffes wieder, so es uns denn gelingt, die anderen Piraten festzunehmen. Und dann müssen wir uns um die Pforten kümmern. Die Pforten des Grauens. Die Niederhöhlen. Wir bemannen die Harpunale und die Rotzen und schauen nach fremden Schiffen, nach fremden Archen. Kommen etwas zu Kräften. Sicher. Ausschau halten sollten wir. Wobei ich glaube, dass wir jetzt im Moment kein Ziel anderer Archen sind. Aber sicher ist sicher. Da habt ihr recht, Senores. Es hat etwas Gutes, wenn man auf einer Arche unterwegs ist, dass man nicht erstmal von anderen angegriffen wird. Wir müssen erstmal aufpassen, dass uns unsere eigene Arche nicht, ja, nicht den Garaus macht. Und dann können wir versuchen, da einen Nutzen rauszuziehen. Ich habe bereits gesehen, dass dort hinten an einem der Harpunale ein paar andere Mannschafter, ein paar Seemänner von uns hängen. Ich glaube, das ist Helmaraken hat. Er ist, glaube ich, aufgespießt worden von Dornen oder so etwas. Er wollte doch auf der Außenseite des Schiffes nach oben. Richtig, das haben mehrere versucht. Ich schau mal dahin, hängen da jetzt tatsächlich die da außen hoch wollten? Du kannst sehen, wie mehrere Dornen in ihrem Leib stecken, wie sie, ja,
Du bist ja nicht ganz sicher, ob sie den Weg aus eigener Kraft geschafft haben, aber ihre Körper sind teilweise ziemlich zerdrückt. Das erinnert dich so ein bisschen an die Szenerie, als du die Handaxt in die Ader geschlagen hast. Also auf alle Fälle sind mehrere Knochen gebrochen und sie wirken an einigen Stellen unnatürlich platt. Leere Augen. Sammeln wir unsere Streitkräfte erneut und dann sollten wir auf der Suche nach dem Geweihten gehen und in der Hoffnung, dass Kapitän Yalan demnächst wieder zu sich kommt. Das wird der Bruderschwester. Darauf kannst du wetten. Er ist ein harter Hund. Ja, Ragnar würde, während die sich da alle unterhalten, mal zu dem anderen Typen, der wohl als einziger hier überlebt hat, gehen. Schauen, ob der sich inzwischen erholt hat oder ob der inzwischen gestorben ist oder ob der immer sich immer noch in Qualen windet. Ja, der hat sich mittlerweile so ein paar Äste, die vor ihm herauswuchsen, hat er abgebrochen und hat dann seinen Bauch so von der Astgabel runtergeschoben. Nickt dir dann grimmig zu, kannst sehen, wie sein ganzer Körper wohl auch vernarbt ist. Also er hat mehrere Schlachten schon geschlagen. Gibt dir die schwitzige, sehr kalte Hand. Also Ragnar würde ihm nicht die Hand geben, sondern er würde so ein bisschen demonstrativ mit dem Morgenstern rumwedeln und ihn dann so in seiner Hand, so dass er sich dabei nicht selbst verletzt, schlagen lassen. Wer bist du? Ich bin Biswabul Blutschlock. Und was machst du hier? Ich wurde gefangen genommen von dem Schwein. Hat mich leiden lassen. Verstehe mich nicht falsch, Leid ist gut, aber es war ein sehr ungleicher Kampf. Ich habe ihn verloren. Du hast gegen den Admiral gekämpft, ja? Er hat nicht fair gekämpft. Wie gesagt, ich wurde gefangen genommen von ihm und seinesgleichen. Wann denn? Vor 2 Tagen. Seit 2 Tagen hänge ich hier. In den Eisen. Du warst mit einem Schiff unterwegs, oder wie? Ei. Verstehe. Ich würde gerne mal Menschenkenntnis würfeln, um zu erfahren, ob er mir da gerade die Wahrheit erzählt. Er sagt die Wahrheit. Bist du dir nicht ganz sicher? Bei den 2 Tagen könnte es. Ja, das kann man ja schlecht abschätzen, während man Ja, an so einem also Ast hängt. er sagt auf alle Fälle die Wahrheit. Er wurde gefangen genommen, das kannst du erkennen. Da hat er auch irgendwie das so frei heraus. Der scheint wohl ehrlich zu sein. Okay. Also auch, dass er Chorgeweihter und so weiter. Ah, ne, das hat er gar nicht erzählt, ne? Hat er nicht gesagt. Ich bin ein Geweihter des Chor. Ah. Alles klar. Er leckt sich über die Zähne, kannst du sehen, wie seine braunen Pantheraugen, die scharfe Adlernase, der Mann sagt die Wahrheit. Da lügt er auf Das keinen sieht Fall, man. er ist stolz. Stolzer thulamidischer Krieger. Das sieht man dir an. Dann würde ich den Streitkolben mir auch irgendwie an den Gürtel stecken und ihm die Hand reichen, um ihm aufzuhelfen. Falls er das schafft, ansonsten würde ich ihm einfach nur die Hand geben. Ragnar Ogilzorn. Meinen Namen sagte ich dir bereits. Richtig. Kannst du laufen? Wird schon gehen. Alles klar. Wir sind hier gerade quasi auf. Lektion 5, Junge. Lerne dich selbst zu besiegen und du wirst über alle triumphieren. Du siehst, wie sein Bein wohl gebrochen ist und in einem merkwürdigen Winkel absteht, aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Er genießt die Schmerzen, wie sie nach oben ziehen in seinen Körper. Er erinnert dich so ein bisschen an Dünar, hast du das Gefühl? Dina ist ja Auch auch ein wenn cooler er halb Typ. tot ist, aber ja, er hat so ein bisschen das Funkeln, die Wut. Ja, nach Dina muss man sich sowieso nochmal erkundigen, wo der eigentlich ist. Ja, genau, das hast du ja gar nicht mitbekommen. Ja, auf jeden Fall würde ich ihm mal sagen, nun, auf jeden Fall, wir sind hier auf jeden Fall gerade dabei, diese Arche zu zerstören. Du kannst dich gerne unserer Aufgabe anschließen. Wir werden uns jetzt ein wenig ausruhen und dann werden wir wohl weiterziehen. Ausruhen! Er spuckt dich an. Mehr so eine richtig abfällige Geste. Du kannst auch sehen, wie richtig viel Blut da mitkommt und das dann an deiner Brust hängen bleibt. Ausruhen. Ja, willst du dein gebrochenes Bein nicht erst verheilen, bevor du dich weiter in den Kampf stürzt? Wir fänden Freude im Sieg, nicht in der Harmonie.
Siegen muss weh tun. Aber so wie du gerade aussiehst, würdest du, glaube ich, keinen Kampf mehr siegen. Ich respektiere keine Schwäche. Du siehst aber gerade ziemlich schwach aus. Also ich will dir nur helfen, ich weiß ja nicht. Leg deinen Schreitkolben weg und wir schauen mal, wie schwach ich noch bin. Er krempelt sich so, er hat so ein paar, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, er ist so ein bisschen nackt gewesen, beziehungsweise oberkörperfrei, hängt noch ein paar, das ist so ein zerhauener Kyras, ziemlich zerschändet, du kannst auch noch so einen halben roten Manticore hängen, der da halt runterhängt, versucht sich diese Brustplatte wieder nach oben zu klappen, fällt aber wieder runter, und krempelt sich so einen Ärmel hoch, den er noch hat von dem Kyras, damit du seine stählernen Muskeln erkennen kannst. Ja, wird schön über den Kopf und denkt sich so, der Junge ist verrückt. Und meint also, na gut, also, der Sieger darf aussuchen, was der Verlierer macht, ja? Drittes Blut. Knurrt er dich an. Drittes Blut? Mit Fäusten bist du verrückt? Bis der Schädel burst. Okay, also du kannst dann gerne die ganzen Dämonen und so weiter besiegen. Wir werden uns auf jeden Fall ausruhen. Du schaffst das schon. Nickt dem Mann einmal zu und geht dann einfach. Der Mann du siehst, wie er dann humpelt und zwar in Richtung 24 zum Brückentor. Ihr wisst nicht genau, was da drin ist. Ihr könnt durch die offene Tür noch sehen, wie da wohl ein zerfurchter, zerfaserter, toter Baum nach oben wächst. Und er geht dahin. Man scheint eindeutig verrückt zu sein. Dahin. Er ist komplett durch. Siehst auch, wie er so vielleicht ein bisschen entrückt ist oder so. Eben hat er so noch kurz das Gefühl, Rabenschwingen zu hören, als Jalan da tot an dem Altar lag. Und jetzt kannst du noch kurz überlegen, hörst du sowas wie ein Panda über dir brüllen? Okay. Also, die Götter sind hier an dieser Stelle gerade vorhanden. Und zwar alle. Also, ob das ein Panther oder ein Löwe war für Rondra, du bist dir nicht ganz sicher, aber die Götter schauen auf diesen Platz. Ja. Hier sind ja auch eine Menge Verrückte gerade unterwegs. Ja. Wird man einfach nur Kopfschütteln zu den anderen hingehen und zu Brindigian dann sagen, der Typ da hinten deutet so auf den Mann, der gerade wahrscheinlich mit seinem gebrochenen Bein dahin schlürft, humpelt, wie auch immer. Der scheint ein bisschen verrückt zu sein. Meint, er ist Chorgeweihter und muss jetzt hier alle Feinde alleine besiegen. Senor, er heißt Blutschlucke mit Ordenstitel. Selbstverständlich ist er verrückt. Was bedeutet denn Blutschluck? Er trinkt das Blut seiner Feinde. Er gurgelt damit. Das klingt ziemlich einfach für einen Titel, aber auch ein bisschen eklig. Ja, man muss die Freude im Einfachen finden, nicht wahr, Senor? Das ist richtig. Also gut, sammeln wir unsere Kräfte, tragen wir den Kapitän. Er drückt Jala nochmal seinen Dreispitz auf den Helm drauf. Und dann trägt man alle so irgendwie nach unten und entfernt sich dann von dem Oberdeck der Arche. Beziehungsweise schickt dann andere Leute nach oben, um die Harpunale und die Rotzen zu bemannen. So sicher gehen, dass der... Ich wollte nochmal kurz sicher gehen, dass der Bisfrabul nicht einfach nur so versucht hat, einen Show-Off zu machen. Und ich könnte nochmal rein, ob er danach direkt zusammengebrochen ist. Nee, der geht jetzt langsam die Treppe hoch. Du kannst auch wohl spüren, dass dort oben etwas Boshaftes sitzt. Hörst wohl sowas wie Lachen, Flüstern. Zwei Frauen, die sich da leise unterhalten, fiese Kichern, wie irre. Wenn ich den jetzt, könnte ich den theoretisch mit einem Schlag ohnmächtig schlagen? Möchtest du ihn von hinten ohnmächtig schlagen, ein Korgerweit? Klar. Also, der Mann ist gerade, nachdem er zwei Tage geästet war, ist er jetzt auf die Planken geknallt, hat ein gebrochenes Bein, also viel Ausdauer wird er nicht haben. Auf jeden Fall komplett wahnsinnig. Klar ist der wahnsinnig, Mann. Aber keine Ahnung, ich will jetzt auch die Vielleicht rettest du ihm damit das Leben. Ja, das denke ich halt auch. Ja, ich würde dann halt Angriff weiß, kann ich, auf den Korgerweit. Hau rein. Ja, mach ich. Kann ja, kein Problem. Also du triffst dann auch. Also gehst dann hin, er schaut dich nochmal an. Ja, er hat auch keine Waffe in der Hand. Wenn du erstmal nichts tust, weil seine braunen Augen lassen sich so ein bisschen erstarren und einfrieren. Aber wenn er sich wieder umdreht und die Treppe wieder nach oben schlurft, kannst du ihm auf alle Fälle dann einen Schlag in den Rücken oder auf den Hinterkopf geben. Und zwar so, dass er dann nicht tödlich stirbt, aber dass er dann einfach auf die Treppe knallt. Ja. Ja, also die hat diese Arche noch nicht befriedet. Du weißt, dass hier oben irgendwas Böses sitzt in dem Brückenturm. Und das ist etwas, was man sich dann später angucken muss. Vielleicht mit deinem Pferd.
Das denke ich nämlich auch. Und vor allem denke ich mir, wenn der Typ da jetzt hochgeht, dann könnte er vielleicht auch einfach als unser Feind wieder auferstehen. Ich halt auch nicht so geil, Fan. Ja, wenn jetzt hier Belhalhar lachend über Schlachtfeld rennt anstatt Chor, dann ist Feierabend. Ja, genau. Und deswegen denke ich mir halt so, jo. Ja, alles klar. Alleine kann ich den aber nicht tragen, deswegen muss ich nochmal zurückgehen. Ja, also du kriegst das dann geregelt. Ugdan und Sumojida werden den dann irgendwie nach unten tragen. Die könnt euch dann in der Schiffsklaschempe sammeln, wenn ihr das mögt. Ja, wunderbar. Gut. Brindijan würde auch nochmal mit Mühle das Gespräch suchen, da sie offensichtlich irgendwas davon getragen hat. Ich würde hier mal so mit dem Daumen so diese Blutspur von der Nase weg und frag dann so, wie geht es dir, Mühle? Es hat wehgetan, ihn zu schlagen. Auch durch das Tuch hindurch. Das habe ich gesehen. Das Schwert hat gerade einen von den Iren getötet. Zurück in den Aethraim geschickt. Das hast du gut gemacht. Ich habe Yalan gerettet, oder? Ich glaube, Yalan kann auch ein bisschen von dir lernen. Ich zwinker sie so ein bisschen an. Ich habe auch nicht von hinten angegriffen. Das hast du beim besten Willen nicht. Und ich glaube, der den du niedergeschlagen hast, sah fast so aus, als würde er zittern vor Angst vor dem Schwert. Und vor dir natürlich. Ich glaube nicht, dass das meine Kraft war. Ich glaube, das war die Kraft von der Säuferin, von ihrem Schwert. Nein, nein, Bruder Schwester, das war deine Kraft. Die Säuferin hätte eher das Gegenteil gewollt. Wahrscheinlich musstest du noch mehr Kraft aufwenden, als du es mit einem normalen Schwert hättest tun müssen. Wie Blitze, die durch das Tuch hindurch nach mir gegriffen haben. Ich musste auch kurz husten, so als ob ich Wasser in der Lunge hätte. Es war sehr unangenehm, als ob ich ertrinken würde. Ja, sowas habe ich befürchtet, dass das passiert. Irgendein starker Zauber oder einer ihrer Ungeschaffenen liegt in dem Schwert und ich befürchte, die Säuferin wird, ja, nach eines jeden Seele greifen wollen und sie verführen wollen, der zu nahe kommt. Wenn irgend sowas ist, wenn du Zweifel hast oder dir nicht sicher bist, was das Richtige ist, sprich mit jemandem. Ich habe eine Frage. Ich habe die Dämonen habe ich jetzt so nah noch nie gespürt. Das ist mir mit den Göttern noch nicht so gegangen. Also so nah wie die Dämonen mir heute standen und uns allen heute standen. Können die Götter genauso nah sein? Natürlich, ich habe jetzt Ephadaios gesehen, wie er Ephad anbetet, aber... Nun, das ist etwas anderes. Die 12 Geschwister, die begleiten den Flug des Weltendurstes. Es ist nicht ihre Aufgabe, nun den Sterblichen nahe zu stehen. Zumindest nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Die Ungeschaffenen aber, sie wollen alles daran tun, sie neiden der Schöpfung, sie neiden der Schönheit der Welt und sie tun alles dafür, ja, sterbliche Seelen zu vergiften und zu verführen. Mit Versprechungen, die sie ohnehin nicht einhalten. Können wir sie denn besiegen und aufhalten? Also, ich habe das Gefühl, es ist so sinnlos. Wir haben doch heute einen riesigen Schritt gemacht. Wir haben einen Mann besiegt, der den Verführung verfallen ist, aber hör dich doch um. Das Herz pocht immer noch, wenn es ein Herz hat. Und irgendwas ist dort oben. Sie deutet einmal hinter deinen Rücken, je nachdem, wo ihr gerade steht, zum Brückenturm hoch. Wird doch schon drin stehen. Nun, sicher, Mühe, dieses ganze Schiff ist kein Teil der Schöpfung, etwas direkt aus dem Aethraim. Natürlich ist das alles unnatürlich hier. Aber jetzt haben wir haben die es kontrolliert haben, besiegt und können nun vielleicht sogar die Kontrolle drüber überlangen. Entweder wir finden dann dieses Herz und vernichten es, oder, naja, den Gedanken hatte ich vorhin schon geäußert, wir nutzen es zu unseren Zwecken und machen weiter Jagd auf andere Dämonenbündler.
Okay, das macht mir ein bisschen Mut. Aber heute haben die Ungeschaffenen eine herbe Niederlage erlitten. Und da warst du nicht ganz unbeteiligt. Dabei klopfe ich nochmal auf die Schulter. Mich würde interessieren, was aus Balusa geworden ist. Ob sie es auch irgendwie geschafft haben oder ob mit dem Ton vom Horn alles vorbei war. Nun, diese Meereswesen, die waren ja gefallen, als wir gegangen sind. Wenn ich das richtig gesehen habe, war dort niemand, der noch angegriffen hat, die Stadt, oder? Das Schiff haben wir ja gekapert von ihnen. Ja. Und es gibt noch so viele Schiffe mehr. Ganz genau. Viele Aufgaben vor uns. Und mit dir an unserer Seite wird es ein leichtes, oder? Ja, du siehst, wie sie das erste Mal wieder so ein bisschen lächelt auf einem Mundwinkel. Ja. Ja, das schaffen wir. Nun, dann lass uns mal sehen, wie es Jahr lang geht, dass er immer wieder zu sich kommt. Ich finde, er hat verdient, dass er auch die Geschichte hört. Ja, ich nehme sie dann irgendwie. Geh dann irgendwie mit ihr runter, dahin, wo jetzt die anderen auch alle hingegangen sind, wo Jalan hingebracht wurde. Wo sich jetzt alle sammeln. Ich schieb einfach mal die Söldner, die Schlechter von Tisa, schieb ich in das Mannschaftsquartier. Die Piraten werden nicht mehr agieren, die werden sich dann, wie gesagt, ergeben, wenn sie erfahren haben, dass der Archenkapitän tot ist. Wie ihr mit den Piraten verfahrt, könnt ihr dann später entscheiden, aber jetzt erstmal in der Schiffsklaschempe. Jalan liegt da irgendwo auf einem Tisch, der dann abgeräumt wurde. Vielleicht kocht Ragnar ein leckeres Mahl, irgendwas, was ein bisschen Kraft wieder spendet. Solange ich keine Menschen kochen muss, ja. Ja, die haben da natürlich auch noch andere Sachen, andere Vorräte. Alles klar. Die typischen Schiffszwieback und Rum, also da ist quasi auch für normale Menschen ist da Essen da. Ja, dann mache ich so ein kleines Mahl für alle. Auch tatsächlich sogar für die Söldner und so weiter. Damit die uns weiterhin wohlgesonnen sind und uns nicht gleich angreifen, weil die sehen, dass wir alle geschwächt sind. Ja, mach mal da kochen, wenn du die Wette hast. Natürlich. Erstmal den Archenkapitän verkochen. Der würde bestimmt gut schmecken. Möchtest du einen Schicksalspunkt benutzen? Ach, ich hab Glück. Ich hab noch einen Punkt. Ich hab vorhin eine 6 gewürfelt. Ja, easy. Wow. Ich dachte, das wäre eine Doppel-1. 19 wow. Sternchen. Das ist das exquisiteste Essen, was man hier aus diesem ganzen Essen überhaupt herzaubern kann. Sushi, es gibt Sushi. So richtig, also nicht irgendwie verfallen und fischig eklig, sondern also richtig schön mit Algenblättern ummantelt und ja, richtig schön klein geschnittenen Kugelfisch, wo du genau weißt, das Giftige muss weg und oh, es ist ja ein Traum. Aber man muss dazu sagen, leider musste ich dafür auch ein bisschen Mensch für opfern, weil das hat das zusätzliche Aroma dann nochmal verstärkt. Bisschen Krokodil. Ein Krokodil, ja, genau. Nee, nicht Krokodil, Alligator, bitte. Alligator, nur. Alles klar. Ich hab da noch so ja, kannst du dann von den Homeriern, die unten sind, weißt genau, welche von den Charybdis sind und welche normal. Kannst du unten die geknackten Panzer dann nach oben holen und dann oh, so richtig schön Hummer einfach. Mmh, oh yeah. Ein richtig angenehmer Geruch füllt jetzt die Klaschemba aus. Und ja, nach ungefähr einer halben Stunde, sind dann alle an so einem Tisch versammelt. Jalan stützt sich noch ein bisschen auf, wurde mittlerweile auch verbunden, sodass du jetzt bei einem Lebenspunkt nach und nach wieder handlungsfähig bist.